Das ist die Geschichte vom Detektivbüro Frederik. Erzählt von mir, Mario und von... Frederik, jetzt hilf mir lieber mal bei den Vorbereitungen. Ach so, okay. Oh, hallo, liebe Kinder. Hallo. Wir haben heute nicht so viel Zeit. Dem gehört die wir Unterhose. Wir nehmen diese Folge nämlich am 31. Dezember auf. Und was feiern wir am 31. Dezember? Und wir sind gerade dabei, alles vorzubereiten, denn... Wir feiern heute eine Party. Und in der heutigen Folge... Frederik, hast du die ganze Schokolade aufgegessen? Ja, die musste weg. Die war schon ganz braun. Was? In der heutigen das Folge... Das Waffeleisen funktioniert nicht. Frederik... Das Waffeleisen funktioniert nicht. Geh von meinem Laptop weg. Ach so, also das... Wo war ich? In der heutigen Folge... einmal noch. Frederik, ja? Warum stellst du leere Flaschen in den Kühlschrank? Na, für die Gäste, die nichts trinken wollen. Ach so, einfach. In der heutigen Folge geht es um Silvester. Und ich brauche gar kein Silvester. Was? Warum das denn? Naja, ich bin das ganze Jahr der Knaller. Und Mario braucht was? Kein Silvester. Was? Warum das denn? Na, einen Knall hast du schon lange. Das passt aber eigentlich ganz gut. Ja? Denn in der heutigen Folge geht es auch um einen Knall. Um deinen Knall? Frag doch nur. In der heutigen Folge geht es auch um einen Knall. Aber warum knallen wir eigentlich an Silvester? Naja, weil wir zu viel Bohnen gegessen haben. Ja, ich erkläre das mal. Silvester wird seit über 400 Jahren immer am 31. Dezember gefeiert. Ja, und warum? Ganz klar, am 1. Januar beginnt ein neues Jahr. Der 31. Dezember ist also der letzte Tag des Jahres. Ja, und deshalb feiern wir und begrüßen das neue Jahr. Genau, ganz laut, mit Raketen und Knallern. Oh, da fällt mir ein, da treffen sich zwei Frösche. Was? Fragt der eine, wo hast du denn die ganzen Verletzungen her? Jammert der andere, ach, ich habe versucht, einen Knallfrosch zu küssen. Aber woher kommt das überhaupt, dass wir an Silvester knallen? Diese Frage zu beantworten, müssen wir ganz weit in der Zeit zurückgehen. Wir haben nicht so viel Zeit. Ja, ich erkläre doch schon. Damals glaubten die Menschen an wilde Gespenster und daran, dass diese vor allem in der dunkelsten Jahreszeit ihr Unwesen treiben würden. Was? Der 31. Dezember lag genau in der Mitte der sogenannten Rauhnächte, die besonders lang und dunkel waren. Okay. Und deshalb glaubten die Menschen, dass die wilden Gespenster mit ihrem Anführer Wotan genau am 31. Dezember durch die Lüfte fliegen würden. Und davor hatten sie große Angst. So sehr, dass sie Lärm machten, so laut und so viel sie nur konnten, um die wilden Gespenster und Wotan zu vertreiben. Und wie? Die Menschen läuteten Glocken, schossen in die Luft, schlugen auf Töpfe und Trommeln und rollten angezündete Räder aus Holz die Berge herunter. Gute Idee. Heute wissen wir, dass es keine Gespenster gibt, die wir vertreiben müssen. Aber der Brauch, an Silvester ganz laut zu sein, ist geblieben. Und deshalb knallen wir an Silvester und begrüßen das neue Jahr ganz laut mit Raketen und mit Knallern. Frederik, was denn? Aufwachen! Was denn? Ich glaube nicht, dass mein Erzählteil der richtige Teil für ein Schläfchen ist. Doch, geht schon. Lieber. Du musst nur etwas leiser sprechen. Frederik, was? Und das
fast sogar sehr gut. Denn in der heutigen Geschichte geht es auch um einen Knall. Einen Stimmt. ganz lauten Knall. Aber nicht den von Mario. Danke für den Hinweis. Sag nur. Nicht am 31. Dezember, sondern am Tag danach. Ja. Denn da gibt es auch einen lauten Knall. Aber, ach, wisst ihr was? Am besten hört ihr euch das selber an. Und wir bereiten weiter die Party vor. Ja, Frederik, schreib auf. Wir brauchen noch... Okay, Frederik? Oh, ja? Warum hast du ein Würstchen hinter dem Ohr? Da muss ich wohl den Bleistift zum Mittag gegessen haben. Das ist doch wohl Frederik. Ihr hört jetzt die Geschichte und wir hören uns dann gleich. Was sind das für leckere Erbsen, Frederik? Knallerbsen. Also, das ist doch wohl... Die heutige Geschichte beginnt im Detektivbüro Frederik. Mario und Frederik warten auf ihren nächsten Fall. Es ist ruhig. Im Hintergrund ist nur die Spülmaschine zu hören. Was komisch ist, da Mario und Frederik eigentlich keine Spülmaschine besitzen. Es ist der Tag nach Silvester und Mario wartet auf seinen besten Freund. Wo bleibt der denn? Oh, hallo, Frederik. Ja? Ich koche vor Wut. Danke, ich hab schon gefrühstückt. Was? Nein, die Silvesterraketen, die ich bei dir gekauft habe, haben alle nicht funktioniert. Komisch, dabei habe ich sie alle vorher nochmal getestet. Es ist Neujahr. Was ist denn dein Vorsatz für das neue Jahr? Mein was? Heute ist doch der 1. Januar. Stimmt. Und da nehmen sich die Leute Sachen vor, die sie im neuen Jahr anders machen möchten. Ach so. Ich möchte zum Beispiel mehr Sport machen. Und du? Ich möchte dieses Jahr nicht mehr Gummibärchen essen. Aber auch nicht weniger. Und denk dran, heute ist der 1. Januar. Deshalb... Plötzlich gibt es einen lauten Knall. Aber Silvester ist doch schon vorbei. Frederik, was war das? Entschuldigung, ich habe gestern Bohnen gegessen. Nein. Frederik. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Nein, der laute Knall. Der kam von draußen. Komm, wir müssen nachsehen. Und so laufen unsere beiden Detektive nach draußen. Auf die Straße, aber noch... Sehen Sie nicht. Frederik, das Geräusch kam von da hinten, glaube ich. Da? Komm, weiter. Okay. Mario und Frederik laufen weiter bis zum Ende der Straße und damit zum kleinen Kiosk, wo Frederik oft Gummibärchen kauft. Der Knall kam von dort, aber es war kein Knaller von Silvester, sondern... Frederik, die Glasscheibe. Was? Jemand hat die Glasscheibe kaputt gemacht. Stimmt. Und da, die Kasse steht offen. Oh, jemand hat das Geld aus der Kasse geklaut. Das macht man doch nicht. Mario sieht sich um. Er sieht einen Mann, der gerade vom Kiosk weggeht. Und noch einen Mann, der mit seinem Hund spazieren ist... und gerade die Straßenseite wechselt. Was machen wir jetzt? Moment mal, nicht so schnell. Okay, was machen wir jetzt? Was? Nicht du, Frederik. Ach so, da, ruft Mario dem ersten Mann hinterher, der gerade vom Kiosk weggeht, der dann auch stehen bleibt. Entschuldigung, hier wurde gerade die Scheibe eingeschlagen. Genau. Und das Geld aus der Kasse geklaut. Das Geld wurde geklaut. Waren Sie das? Nein, ich wollte gerade zum Supermarkt. Okay. Und zur Bank muss ich auch noch. Heute ist doch der 1. Januar. Da kann man das doch machen. Erklärt der Mann weiter. Okay, dann schreibe ich das so auf. Und was ist mit Ihnen? Sie da, mit dem Hund. Genau, Sie da, mit dem Hund, sagt Mario und zeigt auf den Mann, der gerade mit seinem Hund spazieren ist und die Straßenseite gewechselt hat.
Entschuldigung, ja, hier wurde gerade die Scheibe eingeschlagen, eingeschlagen und das Geld aus der Kasse geklaut. Waren ja, Sie das? Waren Sie das? Fragt Mario erneut, aber auch dieser Mann antwortet: Nein, ich war gerade mit meinem Hund spazieren. Ja? Oh, wir gehen eine große Runde. Ach, heute so ist doch der 1. Januar. Da kann man das doch machen. Ja, da fällt mir ein Mann kommt in eine Tierhandlung und fragt, wie viel kostet der Hund dort? Da sagt die Verkäuferin, 100 Euro. Da sagt der Mann, wie wäre es mit der Hälfte? Da antwortet die Verkäuferin, tut mir leid, wir verkaufen nur ganze Hunde. Frederik, was denn? Die kann doch keinen halben Hund verkaufen. Wir müssen einen Fall lösen. Die Glasscheibe vom Kiosk wurde kaputt gemacht und das Geld aus der Kasse geklaut. Genau. Du weißt doch, wir waren gerade im Detektivbüro, als plötzlich... Bumm! Wo will denn der Hund hin? Entschuldigung, fragt Mario. Der Hund zieht an der Leine und der Mann hat große Probleme, ihn festzuhalten. Mein Hund ist sehr schreckhaft. Was? Frederik, der Hund hat sich erschrocken, als du das Bumm gemacht hast. Deshalb möchte er weglaufen. Nein, du siehst doch, wie er an der Leine zieht. Oh, Entschuldigung. Okay, dann schreibe ich das so auf. Sie sollten mal zu diesem Mann gehen, der hier neu eingezogen ist. Was? Der hat doch schon ganz oft so Sachen gemacht. Oh, Knochenknacker Karl. Oder so. Moment mal, Knochenknacker Karl? Ja. Den kennen wir doch. Ja, genau, der hat doch den Tresor der Taschengeldkasse ausgeraubt. Und dann hat er auch noch den Juwelier ausgeraubt. Ja, genau. Ich glaube, wir haben unseren Mann, Frederik. Komm schnell. Ja, los. Und so begeben sich unsere beiden Detektive zur Wohnung von Knochenknacker Karl. Knochenknacker Karl ist ein Räuber, wie er im Buche steht. Er ist groß, bestimmt 2 Meter, hat Muskeln mit einem großen Bart und guckt immer so, als ob er gerade auf Toilette müsste. Umso größer ist die Angst bei Mario und Frederik, als sie bei ihm klingeln. Aber er macht nicht auf. Die Tür ist auch gar nicht verschlossen, sondern nur angelehnt. Vorsichtig macht Mario die Tür auf und unsere beiden Detektive gehen ganz vorsichtig herein. Aber sie hören keinen Knochenknacker Karl, der das Geld aus der Kasse vom Kiosk zählt, sondern... Der schnarcht! Der schläft, Frederik! Wir müssen ihn aufwecken! Aufstehen! Aufstehen! Hallo! Das klappt nicht, Frederik! Ich habe eine Idee! Ja. Du musst so tun, als ob du ein Wecker wärst! Oh, gute Idee, Frederik! Ja! Piep, piep! Piep, 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 piep. Knochenknacker Karl gehört wohl zu den Leuten, die auf ihren Wecker hauen. Wer seid ihr denn? Ich bin ein Wecker. Entschuldigung, im Kiosk wurde gerade eine Scheibe kaputt gemacht und das Geld aus der Kasse geklaut. Das warst du. Gib's zu. Ich bin ein Wecker. Das freut mich für dich, Mario. Aber jetzt geht es um den lauten Knall. Knochenknacker Karl rollt sich aus seinem Bett. Er ist noch ganz verschlafen und läuft an Mario und Frederik vorbei. Was läuft denn da im Fernsehen? Was? Das sieht aber doof aus. Du stehst vor einem Spiegel. Egal, du hast das Geld geklaut. Nein, gib's zu. Ich bin gerade erst wach geworden. Was? Ich wollte heute lange schlafen. Okay. Gestern war doch Silvester. Ja, das stimmt. Und da war ich ganz lange wach. Okay. Deshalb wollte ich heute lange schlafen. Ja. Heute ist doch der 1. Januar. Da kann man das doch machen. Na gut, dann schreibt Mario das so auf. Ich bin ein Wecker. Komm. Wecker, Mario, der macht nur Quatsch hier. Und so gehen unsere beiden Detektive wieder nach draußen zum Kiosk. Die Polizei ist da und die beiden Verdächtigen. Der Mann, der gerade zum Supermarkt und zur Bank gehen wollte und der Mann, der gerade mit seinem Hund spazieren war, aber
Beide sagen, dass sie es nicht waren. Ein schwieriger Fall. Und deshalb fasst Mario zusammen, was unsere beiden Detektive an Hinweisen gesammelt haben. Also, Frederik, ja? Als wir gerade im Detektivbüro waren, haben wir einen lauten Knall gehört. Ja, das haben wir. Wir sind ganz schnell nach draußen gelaufen. Ja? Dahin, wo das Geräusch hergekommen ist. Genau. Und das war der Kiosk. Ja, jemand hat die Glasscheibe kaputt gemacht. Genau. Und die Kasse stand offen. Ja. Und das Geld war weg. Das stimmt. Als wir uns umgesehen haben, haben wir zwei Männer gesehen. Ja, zwei der Männer. Der eine Mann sagt, er war gerade auf dem Weg zum Supermarkt und zur Bank. Heute ist doch der 1. Januar. Da kann man das doch machen. Okay. Und dann war da noch der zweite Mann. Ja. Er war gerade mit seinem Hund spazieren. Stimmt. Heute ist doch der 1. Januar. Da kann man das doch machen. Okay. Und dann haben wir noch erfahren, dass Knochenknacker Karl hier eingezogen ist. Genau. Direkt über dem Kiosk. Ja. Er hat noch geschlafen. Heute ist doch der 1. Januar. Da kann man das doch machen. Okay. Es war bestimmt Knochenknacker Karl, Frederik. Er war es doch sonst auch immer. Aber wenn einer von den drei Männern lügt. Aber wer? Ich weiß es. Was? Frederik weiß, wer die Scheibe kaputt gemacht und das Geld geklaut hat. Wisst ihr es auch, liebe Kinder? Alle drei Männer sagen, dass sie es nicht waren. Sie haben sogar gute Gründe. Einer war gerade auf dem Weg zum Supermarkt und zur Bank, der andere war auf einer großen Runde mit seinem Hund und einer hat noch geschlafen. Alle drei Männer haben die gleiche Begründung genannt. Heute ist doch der 1. Januar, da kann man das doch machen. Aber einer lügt. Nur wer? Ich weiß, wer lügt. Was? Wer denn? Es war der erste Verdächtige. Was? Wieso Na, das denn? Das ist doch ganz einfach. Er hat gesagt, dass er gerade auf dem Weg zum Supermarkt ist. Ja. Und zur Bank wollte er auch noch. Genau, das stimmt. Ja, und was hat er noch gesagt? Heute ist doch der 1. Januar. Ja. Da kann man das doch machen. Genau, und das stimmt nicht. Was? Heute ist der 1. Januar. Und der 1. Januar ist ein Feiertag. Was? Na, der erste Tag des Jahres, der 1. Januar, ist ein Feiertag. An diesem Tag kann man nicht in den Supermarkt oder auch nicht zur Bank gehen. Das geht an einem Feiertag nicht. Stimmt. Der erste Verdächtige hat also gelogen. Genau. Er muss die Scheibe kaputt gemacht und das Geld geklaut haben. Das war es. Eigentlich war das Ende der Geschichte klar. Knochenknacker Karl war es. Er war es bisher doch immer, aber heute nicht. Der erste Verdächtige war es, denn er hat sich leider den falschen Tag ausgesucht, um zum Supermarkt oder zur Bank zu gehen. Am 1. Januar kann man viele Sachen machen, lange schlafen oder eine große Runde mit dem Hund gehen, aber beim Supermarkt oder der Bank wird man leider vor verschlossenen Türen stehen. Denn der 1. Januar ist ein Feiertag und an einem Feiertag müssen alle Geschäfte geschlossen bleiben. Das weiß Frederik und deshalb weiß er auch, dass der erste Verdächtige gelogen hat. Der Mann muss sich entschuldigen, das Geld zurückgeben und die Scheibe reparieren. Und der Fall ist gelöst. Und so endet unsere Geschichte dort, wo sie angefangen hat, im Detektivbüro Frederik, wo Mario und Frederik den Feiertag genießen und sich auf ihr nächstes Abenteuer vorbereiten.
Frederik, was denn? War das schon wieder eine Knallerbse? Nein, ein Kaugummi. Eine Kaugummiblase. Und das war unsere Geschichte für heute, lecker, liebe Kinder. Frederik, was wenn denn? Wir eine Geschichte aufnehmen, kannst du kein Kaugummi kauen und blasen machen. Doch. Ab in den Papierkorb. Na gut. Entschuldigt, liebe, wo waren wir? Ja, wir wünschen euch, auch wenn es jetzt etwas spät ist, ein ganz tolles neues Jahr. Mit ganz viel Freude, Glück und Liebe im Herzen und Gummibärchen im Bauch. Ganz viele Gummibärchen im Bauch. Das Kaugummi auch? Was? Entschuldigt. Das Kaugummi auch? Frederik, komm aus dem Papierkorb raus! Was denn? Also, das ist doch erst durch in den Papierkorb und jetzt wieder raus? Also, versteht das eigentlich? Weißt du was? Dann gib mir auch ein Kaugummi. Na gut, ich will ja kein Spielverderber sein, liebe Kinder. Dankeschön. Oh, da fällt mir ein, was explodiert, wenn man drauf rumkaut? Was? Keine Ahnung. Ein Kauwum? Ich glaube, wir brauchen hier noch ein bisschen, liebe Kinder. Bis zum nächsten Mal. Mario? Jetzt schläft er hier wieder. Ich bin ein Wecker. Mario? Naja, ich gehe wieder in den Papierkorb. Bis zum nächsten Mal. So, dann gehen wir mal.